Du Dödel. Wieso hast du den Grasblock jetzt abgebaut? Ja, weil er da mich genervt hat. Oh, du bist doch so ein kluger Junge. Ey, kluger wieso machst Junge. Du das denn? Wieso machst du das denn? Moin, Kenners, und herzlich willkommen zu End of Sky mit dem Kacknoob Mr. HP und dem Oberkacknoob Lobius, der besser spielt als ich. Ach ja, komm vor, dass du den Eiseneimer verloren hast. Ja. Den Eiseneimer, wieso sage ich Eiseneimer? Aber wir haben jetzt ein bisschen noch gegoogelt über das Spiel und ich weiß, dass es auf jeden Fall hier noch weitere Inseln geben muss. Und es gibt, glaube ich, 3 Inseln und auf jeder Insel ist irgendwie was anderes. Und ja, das heißt, es ist die Inseln suchen, weil es gibt eine Insel, da ist Erde, die ich natürlich jetzt verschlüsselt habe. Ja, das wäre klug. Wenn und mal schauen, was wir noch finden. So, ich mach dann hier erstmal schön das. Phrasen. Das ist eine gute Idee. Oh, da ist gerade ein Steinblock gerade ins Wasser gefallen. What, bin ich gut? Das läuft alles gut hier gerade. Ich mache hier gut Cobblestone weg. Wir brauchen auch wieder Holz. Weil wir Idioten, wir vergessen das immer. Ihr werdet mit Sicherheit bemerken, dass wir immer wieder unterschiedlichste Lebens- oder Nahrungsfüllstände haben und die Bäume immer gewachsen sind. Ja, wir haben vergessen, uns aus dem Server auszuloggen, während wir gegoogelt haben. Ja. Das ist der scheiß ganze Keks wieder gewachsen. Und wir machen jetzt erstmal hier die Melonenkerne, setze ich dahin ein. Und hier setze ich ein Dingens hin. Und mit dem anderen Zeug werde ich jetzt erstmal hier. Meine Steinaxt ist kaputt gegangen. Na super. Steinspitzhacke. Ja, dann mach, so. mach die neue Sache noch. Kannst du das? Haben wir noch Holz? Ja, Holz sollten wir noch haben, oder? Ja, haben wir noch. Haben wir noch. Wir haben auch noch einen Stick. Ja, aber ist egal. Okay, Pilze kann ich. Du hast eine neue Hau gemacht? Warte mal. Nee, ist blöd, wenn ich. Soll ich den Grasblock mal hinsetzen? Nee, verschwend den nicht. Ich wollte den jetzt hier so mal hier reinsetzen, weißt du? Dann wäre das hier auch Gras geworden. Technischer Fortschritt erzielt. Ist ein Techniker. Haha, Energie. Ja, so, wir haben jetzt schon so viel hier verkackt. Ach, ganz in Ruhe. Kriegen wir geregelt, Leute, oder? Wer seht ihr? Ja, mal schauen, ob wir ins End kommen. Ich wage es irgendwie zu bezweifeln. Klar. Mit mir an meiner Seite wirst du es wahrscheinlich schwer haben. Da müssen wir ein bisschen Endergame spielen. Damit das hat du das geschissen bekommst, doch. Nein. Da lernst du das Überleben. Auch mit wenig kommst du aus. Es kribbelt so in der Nase. Nein. Ach. Bäh. Würg. Na, ich mach jetzt mal einen Stack Cobblestone hier weg. Und, wir haben aber jetzt schon genug. Kannst du mir Steine geben? Und ich bin einer dieser Steine. Steine. 3 Stück. 3 Stück reicht schon. Ja, hast jetzt mehr gekriegt. Ja. Fühl dich. Ich kann leider nicht mehr sprinten, das ist ein bisschen blöd. Ja, können wir beide nicht mehr. Ich glaube, die Kisten sollten wir hier wegnehmen. Welche, die da hinten? Nee, ich glaube, die ist da ganz safe. Sicher? In der Luft? Ja, ja. Ja, ja. Also wenn die weggesprengt wird vom Creeper oder sowas, dann sind wir richtig. Wie soll die denn weggesprengt werden? Der Creeper kommt da gar nicht ran. Okay, hoffen wir es mal. Aber wir haben jetzt so viele Setzlinge und alles. Das ist geil. Das ist geil. Geiler Scheiß. Wir könnten uns dann bald mal ein Steinschwert machen, damit wir unsere Fläche vergrößern können. Steinschwert? Ja, damit wir gegen Zombies ankommen. Ach so, ja, das meinst du. Können wir machen, ja. Deswegen, ja. Ich mache jetzt einen Stack. Aus diesem Stack werde ich einen Großteil davon, also ich werde bis auf 4 Steine, werde ich die in halbe Stacks verwandeln. Werde ich die in halbe Dingens verwandeln. Bis auf 4 Steine. Die werden dann unsere Schwerter. Und dann würde ich sagen, mache ich aus dem, was ich an halben Stein mache, eine neue. Oh, ich habe Apfel. Ich habe Apfel. Stimmt ja, man kriegt ja Äpfel aus den Bäumen raus. Du Lucky Guy. Du weißt, was das heißt, ne? Noch nicht essen. Ich habe aber Hunger. Ich habe nur noch 2 Stacks. Ich habe gar nichts mehr. Das ist schlecht. Ich weiß. Oh, du kannst dir nicht vorstellen, wie müde ich bin gerade. Echt? Bist du so müde? Ja, ich bin so dermaßen hart müde, keine Ahnung warum. Und ich habe ja jetzt Urlaub. Ja, siehst du, also alles auskosten, Leute. So viel Kotzen. Wie möglich nicht schlafen. Alles in YouTube investieren. So, mal gucken, ob wir da noch einen Apfel rauskriegen. Vielleicht haben wir ja Glück.
Also Setzlinge sind aber ihr könnt euch nicht vorstellen, Leute. Wir versuchen schon seit... Wie lange kennen wir uns jetzt schon? Über ein Jahr, ne? Ja. Und wie lange versuchen wir jetzt schon ein Minecraft-Projekt zu planen? Ich glaube, wir haben seit Anfang an schon mal was probiert, ne? Ja, wir haben von Anfang an haben wir immer irgendein Minecraft-Projekt geplant. Am Anfang hatte ich mich halt immer strikt gegen Minecraft geweigert. Ja. Und jetzt mittlerweile liebe ich ja Minecraft. Echt, das macht mir riesig Spaß. Aber ja. Keine Ahnung. Es hat halt echt, glaube ich, gedauert. 2 Jahre mindestens gedauert. Ey, sterb nicht, ne? Alter. Sind hier Steinschwerter in die Truhe geschmissen. Okay. Finde ich gut. Finde ich auch gut. So, nochmal so. So. Aber man muss auch erstmal auf so eine Idee kommen, ne? Was? Dass man sowas machen Geinblock? Kann. Ja. Ja, auf die Idee kommen. Wir haben uns natürlich ein bisschen inspirieren lassen von Unge, so ist es ja nicht. Aber wir dachten uns, das können wir anders. Ein bisschen was von Aura, ein bisschen was erstmal von Erstmal habe ich ja erwähnt in meinen Videos, dass ich was mit Smash machen wollte. Ja, genau. Das war aber da das ein bisschen immer. Irgendwie so ein Arena-Gedöns. Ja, genau, aber dass das ein bisschen schwer zu planen war. Ja. Mit den ganzen Mods und allem. Deswegen fangen wir erstmal mit was etwas Leichteren an. Und du setzt gleich mir etwas hier bitte keine Fackeln hin. Damit hier auch endlich mal Monster spawnen können. Weil ich habe jetzt nicht ohne Grund ein Steinschwert gemacht. Alter. Geile Kacke. Was denn? Alles gut. Hier oben ist nur überall Holz. What the hell? Wie bist denn du da hochgekommen? Ach, du hast die Holzbretter hingesetzt. Na klar. Holzstümpfe. Stümpfe. Wachsen überhaupt spawnen Creeper auch auf Steinboden? Oder beziehungsweise ja, klar, generell die Monster? Die sollten in dunklen Ecken spawnen. Wir haben schon 33 Eichenholz. Das ist gut. Und 3 Kohle. Weißt du, was ich damit jetzt noch kurz mache? Ich weiß nicht, ob das auch funktioniert, aber wir verbrennen jetzt ein bisschen Holz. Dafür machen wir jetzt 8 Kohle. So. Dann haben wir das auch schon mal. Wie ich würde auch sagen, dass wir dann aus dem... Ja? Ich würde auch sagen, dass wir dann schauen, dass wir auf dieser Fläche, die wir hier jetzt auch bauen, erstens, wie gesagt, keine Fackeln setzen, aber dann... Aber dann für Dorfbewohner auch eine Möglichkeit haben zum Wachsen. Am besten weil, so ein Haus. Wir können ja wie gesagt nur 2 Dorf setzen und danach vermehren die sich von selbst. Hauptsache, die haben Nahrung. Das ist wichtig. Das ist sollten auch nicht wir so bis dahin noch hinkriegen, hoffe ich. Das Gras wächst ja. Das Gras. Die Samen wachsen und hier der Kürbiskern wächst auch. So. Ich habe jetzt hier eine schöne Fläche gebastelt. Weißt du, was ich mal kurz machen? Machen wir das hier weg. So. Ich baue das nochmal ein bisschen in die Richtung aus. So, die Fläche wird immer größer, die wir hier haben. Also runterfallen ist eigentlich jetzt eigentlich nicht möglich, aber es gibt Leute, die das hinkriegen. Ja, die das hinkriegen. Ich zähle mich mal dazu, ne? Ich glaube nicht mein ganzes Stein. Entschuldigung. So, in die Richtung ist auch schon mal Wasser gefloten. So, das mit der Steinproduktion funktioniert ganz gut. Immer wenn ich in die richtige, also scheinbar habe ich den Dreh raus, an den richtigen Punkt zu hämmern, dass mir der Scheiß nicht in die Lava fällt. So, packen wir das jetzt. Und der wurde einfach weggeschubst, der Stein. Das ist auch cool. Dann machen wir jetzt... Soll ich das extra dahin basteln? Mache ich jetzt einfach mal so 2 Stück dahin. So, hier machen wir noch das hin. Drüben machen wir noch das. So, das läuft ganz gut mit dem Stein. Oh, da drüben sind wieder Setzlinge. Das klappt auch ganz gut. Der ist mir in die Lava gefallen. Der ist mir auch in die Lava gefallen. Den habe ich gefangen. Hier liegen auch ganz viele. Halt einfach 7 Stück lang hier. Ja, ich weiß. Ich renne da nicht hinterher. Ich baue jetzt einfach mal so viel wie möglich ab. Und mache dann wieder Stufen. Oh, mir fällt da ganz Quark. Ist da noch Holz drin oder irgendwie? Wo? Ja, da oben, weil er nicht auseinanderfällt. Das könnte sein, weil der Baum so groß war und so zusammengewuchert ist, dass er nicht mehr auseinanderfällt. Soll ich da hinten mal weiterbauen? Wegen Monsterspawn? Wo? Ich mach grad den ganzen Keks. Also, so ist es nicht.
Okay. Wir müssen bloß aufpassen, dass wir... Hä? Soll ich uns mal eine kleine Hütte bauen oder sowas? Nö, eigentlich nicht. Nö. Erstmal nicht, erstmal noch im Regen spielen. Ja, genau. Die Zeit hast du im Blick, weil... Wir haben 9 Minuten 56. Die Zeit vergeht, okay. Meine Fresse. Ja, wenn man so was zu tun hat, ne? So, ich glaube, wir haben hier hinten auch noch Steine drin, ne? Ja, haben wir. Mach mal eben eine neue Steinspitzhacke. Ah, da brauche ich vorher Sticks. So. Mach mal so. Eine neue Steinspitzhacke machen. Und jetzt wollte ich... Nein. Boah, Leute, ich bin so ultra krass müde gerade. Das kannst du dir nicht vorstellen. Richtig müde. Ach, du hast die Truhe jetzt auf Land gesetzt. Ja, muss auch mal cool sein. So, wir haben Steinschwerter, wir haben Sticks und ich habe meine... Sind Fackeln drin? Ja, 5 Platten. Stück. Perfekt. So. Boah, oh, wow. Auch eine große Fläche. Ja, ich hoffe, spawnt jetzt mal was. Wow, Baum. Meiner. Oh, jetzt wachsen die aber auch mittlerweile schneller, hä? Ja. Weil die Fläche wahrscheinlich größer geworden ist. Müssen sich erstmal ein bisschen einleben. Könnte sein. Ach, ich hasse sowas wie die Pest, wenn das Zeug... Oh, wie ich das hasse! Wenn das nach unten geht, ne? Ja, das hasse ich so sehr. Und ich habe keine Spitzhacke mitgenommen. What? Essen wäre halt mal cool. Wir haben ja erst einen Apfel. Ja, stimmt, wir haben und erst einen Apfel. Und das andere wächst noch alles. Ich wollte ja mal ausprobieren, ob ich den... Entschuldigung, ich hatte Hunger. Ich wollte ausprobieren, ob ich hier irgendwie die Pilze setzen kann, aber ich glaube, das kann ich noch auf so einen Grasblock. Kann immer noch nicht sprinten. Wollen wir nicht den Grasblock hinsetzen? Nein! Oh, bitte. Wieso denn? Dann können wir gucken, ob das funktioniert. So was spät. Denn funktioniert? Was hast du denn vor? Wie, das geht nicht? Hä? Was hast du vor? Ich wollte Pilze setzen. Ja, das bringt doch nichts. Oder wozu denn? Oder wie setzt man jetzt Pilze? Ich weiß es nicht. Auf einem ganz normalen Erdblock, oder? Habe ich auch gedacht. Ja, ohne Gras. Habe ich auch gedacht. Geht aber nicht. Aber? Wie geht nicht? Oh, wie ich das esse! Gleich spawnt bei dir so ein Creeper. Ey, das wäre so übel. Oh, ein Apfel! Ein Apfel! Nimm ihn mit. Jo, habe ich. Und ich habe ihn gegessen. Du frisst alles auf. Ich hab Hunger. Ja, ich ja auch. Ach Mann, wieso setzt denn der sich immer auf eins tiefer? Das nervt mich so dermaßen hart. Ich hoffe, gleich spawnt mal was. Ich hoffe es ja auch. Ich mache ja nicht ohne Grund diese große Fläche. Wir brauchen auch da mal einen Zaun. Damit, wenn wir dann die Viecher kloppen, dann wir sie nicht aus Versehen runterwerfen. Soll ich einen Zaun machen? Nee, noch nicht. Noch nicht. Wenn wir sehen, dass es... Nee, mach noch keinen Zaun. Noch nicht. Erst wenn wir den ersten Creep wachsen sehen. Oder beziehungsweise spawnen sehen. Dann können Leute, wir ich machen. Guck mal kurz wegen Pilzen. Ganz ehrlich, ich guck mal wegen Pilzen. Wie ich das hasse. So, wieso, du könntest ja mal, statt dass du mal Cobblestone, weißt du, abbaust. Nee. Macht er natürlich nicht. Die Welt wurde gespeichert. Wuhu. Mensch, das ist schon eine große Fläche geworden hier. Holla die Waldfee. Aber da wird jetzt erstmal noch keiner spawnen, vermute ich mal. Ja, super. Jetzt haben wir wieder nur noch einen Dirtblock. Jetzt haben wir keinen Grasblock mehr. Dank deiner Intelligenz. Du Dödel. Wieso hast du den Grasblock jetzt abgebaut? Ja, weil er da mich genervt hat. Oh, du bist doch so ein kluger Junge. Ey, kluger wieso machst Junge. Du das denn? Wieso machst du das denn? Ja, weil der mich da genervt hat. Und wozu braucht man denn schon großartigen Grasblock? Brauchen wir eh nicht. Der ist doch eh nur zu Zierde da. Oder etwa doch nicht. Ey, du bist der Klügste. Ja, bin ich. Wozu brauchen wir Gras? Sag's mir. Damit wir Grasflächen haben. Gras ist haben. In Deutschland illegal. Ist so. Beim Anbau von Pilzen ist zu beachten, dass die höchsten Pilze, Fliegenpilze wachsen sind. Pilze können grundsätzlich auf allen sonderlichen und nicht transportierbaren Böcken. Passt auf, Robin liest vor. Schlauer Junge.
Es hat aufgehört zu regnen. So, ich habe abmoderiert, oder? Ja. Warte mal kurz. Dann moderiere auch ich jetzt ab. Warte kurz. Hallo? Warte kurz. Darf ich jetzt abmoderieren? Warte kurz. Ich will abmoderieren. 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 Keine Ahnung. Wieso die? Was denn? Wieso Pilze sich nicht pflanzen lassen, ganz ehrlich? Ich habe keine Ahnung. Ja, aber wozu sind Pilze überhaupt denn noch gut? Was haben die denn mittlerweile für einen Zweck? Daraus können wir Pilzsuppen machen. Ach ja, stimmt. Pilzsuppen können wir machen. Na, scheiße. Ich verstehe es nicht. Ich moderiere jetzt ab. Also, das war's dann wieder für die Folge. Ich hoffe, sie hat euch Spaß gemacht. Heute ist zum Glück nicht so viel Scheiße passiert. Wenn du hast den Grasblock abgebaut. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben, da wird uns beide riesig freuen. Schaut beim Logius vorbei, das ist in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann bleibt noch eins zu sagen, und zwar bleibt sauber. Bis zum nächsten Mal und... Macht's gut, Leute. Ich hab einen Apfel. Yeah.